Jetzt geht's hier um For Honor. Und For Honor, das ist ein Actionspiel, was ich mit Johannes auf der E3 schon ausprobieren konnte. Deswegen meine beiden Gäste, der Johannes und der Michael Graf. Wir beide haben es auf der E3 schon ausprobiert. Wir haben vor allen Dingen den Singleplayer-Modus auf der E3 ausprobiert, die Singleplayer-Kampagne. Und du hast jetzt den Multiplayer gespielt. Ich hab's Multiplayer gespielt. Den konnte man letztes Jahr auch schon auf der Gamescom spielen. Jetzt aber, ich weiß gar nicht, neuer Modus oder was gab's jetzt zu sehen? Oder jetzt in einer erweiterten Version? Es gab mehr Charaktere, die man spielen konnte. Sie haben ein paar Systeme ein bisschen geändert, wieder dran getweakt. Also es ist einfach die nächste Stufe. Es erscheint ja schon bald. Also so, das war schon fast die fertige Version, die wir jetzt hier gespielt haben. Und du hast auch B-Roll mitgebracht, die wir uns mal anschauen wollen. Ich springe jetzt einfach also mal hin. Mich interessiert jetzt vor allem halt generell so, was sind jetzt die neuen Erkenntnisse, die wir sozusagen gewinnen konnten? Meine Erkenntnis war, ich kann das Spiel gut, weil ich jede Runde gewonnen habe. Nee, wir haben es ja zum ersten Mal jetzt oder immerhin mal wieder gesehen, wie es im Multiplayer funktioniert. Und ich finde, es macht tatsächlich Spaß, sich in diese Kämpfe zu stürzen, weil man sehr schnelle Reaktionen braucht, wenn es ums Blocken geht. Blocken ist so ungefähr das Wichtigste, was es in dem Spiel gibt. Du musst immer die Richtung festlegen. Es gibt drei Richtungen, nach oben, nach links, nach rechts, in die du blocken kannst und die du auch angreifen kannst. Und du siehst immer beim Gegner, ein kleiner roter Pfeil zeigt, von wo er angreift. Und dann musst du ganz schnell sein und in die Richtung blocken. Und so ist halt immer dieses Spiel hin und her. Ich verstehe gar nicht, da muss ich irgendwie gestorben sein. Jetzt bist du scheinbar gestorben, ja. Also du hast gezeigt, wie es nicht geht, wenn man nicht ganz schnell ist. Man will ja auch mal Zeichen setzen, genau. Und man muss sehr schnell sein und immer schauen, wo greift der Gegner an, seine eigene Angriffsrichtung ändern, wenn man sieht, wohin blockt der Gegner. Mhm. Und so ist es dann halt, hier probiere ich immer wieder ein paar Sachen aus, die mir die Entwickler nicht mehr erklären, deswegen sieht das vielleicht ein bisschen seltsam aus. Also hattest du einen unfairen Vorteil, dir wurde die ganze Zeit ins Ohr geflüstert, was du machen sollst. Natürlich. Genau. Ja, das ist natürlich dann jetzt angreifen, jetzt nach links blocken, jetzt den Punkt erobern. Ja, in diesem Modus geht es darum, man spielt 4 gegen 4 und es geht darum, 3 Punkte zu erobern. ABC kennt man, Conquest wie in Battlefield. Mhm. Es kämpfen auf diesem Schlachtfeld aber auch so KI-Soldaten mit, die sich immer am zentralen Punkt versammeln, sodass der dann erst eingenommen werden kann, wenn man da irgendwie so alle Gegner, also KI-Gegner so weggeräumt hat. Das ist ein bisschen so eine MOBA-Anleihe, die sie drin haben aber. Also so ähnlich wie bei Titanfall. Also aus dem Grund, dass man vielleicht auch als unerfahrener Spieler da irgendwie Erfolgserlebnisse haben kann? Oder welche Funktion, glaubst du, hat das in erster Linie? Naja, es ist belebt das Schlachtfeld halt einfach ein bisschen, weil wenn da nur 4 Leute bzw. 8 Leute rumlaufen würden, wäre es dann auch ein bisschen langweilig im Endeffekt. Du fühlst dich halt dadurch eher, als wärst du in so einer großen Schlacht drin. Aber machen die auch was oder ist das mehr optisch nur? Die sind eher Kanonenfutter. Okay. So ähnlich funktioniert das auch im Singleplayer, in der Kampagne. Da hast du eben auch erstmal dieses Kanonenfutter, durch das man sich wirklich so durchmetzelt. Man ist ja auch nicht irgendwie so ein Hans Wurst, sondern ein absoluter Elitekrieger. Also die normalen Gegner sind keine große Herausforderung. Und dann kommen im Singleplayer eben so Spezialoffiziere, Spezialgegner in Anführungsstrichen. Und mit denen liefert man sich dann eben genau diese Duelle. Ja. Und das ist dann halt im Multiplayer, sind es dann eben die anderen Spieler. Da können das die Bots eigentlich einigermaßen vernünftig dann auch diese Angriffsrichtung wechseln und halt Schläge blocken und so? Das geht wirklich gut. Das kommt wirklich zu sehr, sehr dynamischen Kämpfen. Ich habe jetzt den Multiplayer eben noch nicht ausprobieren können. Ja. Deswegen, ich bin total neugierig drauf, wie sich das gegen andere Spieler anfühlt. Also ich habe die erste Mission, das war so eine Tutorial-Mission gespielt. Da wurde es natürlich dann immer so ein bisschen anspruchsvoller mit der Zeit. Und am Anfang war es noch relativ easy. Aber später, in der zweiten Mission, in der ich gespielt habe, gab es einen richtigen Endgegner quasi. Also es war eine Wikinger-Mission, bei der man eine Samurai-Festung angegriffen hat. Und am Ende wartete halt der Boss oder Besitzer oder was auch immer dieser Festung. Und gegen den hat man dann gekämpft und da musste man dann auch wirklich alle Register ziehen. Was ich halt fand, war, dass ich... es fühlte sich noch so ein bisschen... Also ich habe dir nur über die Schulter geschaut, aber es wirkte halt immer so dieses Richtung auswählen und so, es wirkte so sehr behäbig irgendwie. Als würde das ein bisschen dauern, bis der Schlag überhaupt ausgeführt wird, als wäre das nicht so fix von der Steuerung. Das sieht jetzt aber schon, also es sieht so aus, als würde es doch sehr, sehr schnell gehen. Wie war da dann? Ja, so fühlt sich das gar nicht an. Also es fühlt sich überhaupt nicht behäbig an, finde ich. Es fließt super, wenn du es spielst. Insbesondere, wenn man sich halt auf dem Schlachtfeld zu zweit trifft. Wenn mehrere Gegner auf einem einschlagen, dann ist es etwas schwieriger. Wenn aber wirklich halt zwei Leute sich gegenüberstehen und so sozusagen ein Duell liefern, dann ist es schon sehr, sehr dynamisch. Und was halt sehr cool ist, wir konnten ja wie gesagt unterschiedliche Klassen spielen. Das war einmal der Warden, das ist so ein klassischer Ritter, der mit so einem Zweihandschwert durch die Gegend läuft. Es war einmal ein Wikinger, der so eine Riesenaxt dabei hat, mir fällt der Name nicht mehr ein, irgendwie halt der haut halt mächtig rein. Der Raider war es zufällig? Der Raider! Weil den habe ich nämlich auch im Singleplayer gespielt. Ja, der ist witzig. Also auch der haut halt einfach übelst zu. Und mein Lieblingscharakter war aber der Orochi, das ist so ein Samurai-Ninja
Spezialkämpfer-Typ. Aber Moment mal, sind das jetzt Klassen oder Fraktionen? Nein, die Fraktionen sind quasi, es gibt drei Fraktionen. Das sollte ich vielleicht erklären, das stimmt. Ja. Es gibt Ritter, Samurai bzw. Ninjas und Wikinger. Ja. Die können aber beliebig gemischt sein in jedem Team. Ah. Also ein Team kann immer aus einem Ritter, einem Ninja, einem Wikinger und irgendwie noch einem von den dreien bestehen. Ne? Also es ist egal, völlig egal, wie du die Teams zusammensetzt. Die Spieler können das frei wählen. So. Genau, und der Orochi ist mein Lieblingscharakter gewesen, weil das ist halt wirklich so ein sehr beweglicher Ninja-Typ. Mhm. Der kann sehr schnell ausweichen, die anderen Klassen sind beim Ausweichen ziemlich behäbig, insbesondere der Wikinger, da dauert es halt eine Weile, bis er seine Rolle wegmacht, ne? So, also irgendwie so wegpurzelbaumt. Und der Ninja kann halt wirklich ganz schnell zur Seite hüpfen, zur Seite, zur Seite, und du kannst Gegner wahnsinnig machen damit, wenn du so um sie herum strafst die ganze Zeit. Vor allem Gegner, die nicht so erfahren sind, weil es gibt natürlich eine Möglichkeit, das zu unterbrechen, indem du so einen Schlag machst, einfach so einen Blockschlag, weil da ist der Typ dann ziemlich anfällig, weil er sehr zerbrechlich ist, dann ist er kurz betäubt und dann kannst du halt draufhauen. Aber wenn jemand darauf nicht vorbereitet ist und man ihm halt dann dauernd diese Nadelstiche versetzt, macht Spaß. Fand ich sehr cool. Es gab aber jetzt pro Fraktion immer nur eine Klasse auszuprobieren oder konntest du mehrere Klassen pro Fraktion? Also es wird ja mehrere Klassen pro Fraktion geben. Genau. Und ich habe mit dem Jason Vandenberger nämlich gesprochen, mit dem Executive Producer von dem Spiel für unsere Titelstory. Und er meinte, dass sich eben die Fraktionen gar nicht so sehr unterscheiden würden voneinander, wie man meinen würde, weil halt dicke panzerter Ritter und irgendwie eben der Wikinger und so, sondern dass der Unterschied eben eher tatsächlich durch diese Klassen kommen soll. Ja. Ist tatsächlich so. Also ich konnte von den Rittern nur den Warden ausprobieren, von den Wikingern nur den Raider, was tatsächlich relativ ähnliche Typen sind, weil sie beide dicke Panzer, dickes Schwert. Achso, das daher halt meine Verwirrung, weil ich halt jetzt... Also es gibt dann auch einen Samurai, der halt ein schwerer Kämpfer ist. Also einen. Den sieht man hier gerade im Stream. Das ist der Kensei. Kensei. Ich kann nicht so gut Japanisch. Okay. Genau, ist eigentlich im Prinzip sind das... Die haben zwar unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedliche Unlocks. Wenn du im Laufe einer Partie Punkte sammelst, sieht man hier unten links, schaltest du halt immer mehr Spezialfähigkeiten frei, die unterscheiden sich ein bisschen. Kannst irgendwie nahe Verbündete stärken, kannst irgendwie so einen Heilbanner setzen, das ist die anderen Leute, die um dich rum sind, heilt. Das kann der, glaube ich, machen. Okay. Aber die sind relativ ähnlich von der Spielweise her. Und dann gibt es eben diesen Assassinen, diesen Orochi, den ich noch spielen konnte, den bekommt auch jede Fraktion, aber der war dann schon sehr anders. Und es soll dann, glaube ich, noch zwei Klassen mehr geben pro Fraktion, irgendwie sowas. Ja, genau. Genau, die war aber noch nicht spielbar, also da weiß ich selber noch nicht genau, was da dann ausschaut. Ein Punkt, den du jetzt vorhin schon angesprochen hast, der mich auch echt interessiert und was nämlich noch ein großer Kritikpunkt, den ich so gelesen habe, war von den Leuten, die es eben im letzten Jahr schon gespielt haben, den Multiplayer-Modus, dass es ein Problem war, wenn du gegen mehrere Gegner gleichzeitig gekämpft hast. Ja. Und im Singleplayer, den ich jetzt gespielt habe und dann auch im Interview mit Jason Vandenberger habe ich darüber gesprochen und die haben jetzt dieses Rage-Meter quasi eingeführt. Mhm. Sprich, wenn du sehr viel verteidigst und sehr viel Schläge kassierst und Treffer kassierst, dann füllt sich ein Balken auf. Und wenn er voll ist, kannst du diesen Rage-Modus oder Berserker-Modus Revenge, oder sowas. Revenge, nicht Rage. Diesen Revenge-Modus aktivieren und dann kannst du stärker austeilen. Deine Angriffe werden, glaube ich, von Blocks nicht unterbrochen. Ja. Du wirst nicht so, kommst nicht so in Stolpern. Genau. Da hast dann eher eine Chance, da dann doch nochmal wieder rauszukommen aus so einer Situation. Finde ich nicht, weil es gibt diesen Revenge-Modus zwar, ich habe den aber insgesamt nur zweimal überhaupt oder dreimal aktivieren können. Und mich haben ständig mehrere Leute angegriffen. Also der ist gar nicht, der kommt gar nicht so oft zum Einsatz. Es ist sehr cool, ist einfach eine coole Mechanik. Wenn du halt siehst, hey, jetzt Revenge, du kannst ganz schnell Y drücken auf dem Gamepad und dann bist du eben dieser Superkämpfer und bist viel stärker. Aber wie gesagt, das war nicht sonderlich oft, dass ich das machen konnte. Okay. Und meistens ist es wirklich so, wenn du gegen mehrere Gegner kämpfst, renne, lauf weg. Das ist aber auch was. Ganz kurz, es wird tatsächlich viel weggerannt im Multiplayer. Das fand ich ein bisschen nervig im Endeffekt, weil wenn jemand irgendwie auch nur ziemlich angeschlagen ist, dann versucht er nicht mehr, das irgendwie mit coolen Blocks auszugleichen oder so, sondern er rennt halt. Ja, und dann gibt es keine Möglichkeit, ihn zu verfolgen irgendwie, weil man dann... Gibt's schon. Es gibt auch, du kannst über die Perks, die du freischaltest im Laufe einer Partie, sind auch teilweise Fernkampfsachen dabei. Kannst irgendwie, glaube ich, so Ninja-Steine werfen oder kannst auch Bogen schießen, der Warden kann das. Und so kannst du ihn halt abfangen, wenn er schon rennt. Aber sonst kannst du mal einfach nur nachrennen. Okay. Und das ist dann ein bisschen... Genau. Nochmal kurz eben zu der 2 gegen 1 oder mehrere gegen 1 Geschichte. Da habe ich den Jason nämlich auch nachgefragt und er meinte eben, es sei aber auch die Intention, das soll dann auch nicht ausgeglichen werden komplett. Also es soll ja dann kein gleicher Kampf sein. Und er hat eben als Beispiel herangeführt, wenn du bei Call of Duty um die Ecke läufst und da stehen 3 Leute und schießen dir ins Gesicht, bist du halt auch tot. So, hast du auch keine Chance. Mhm. Es ist da nur nicht so frustig, in Anführung schneller geht. Ja. Da fällt es einem nicht so auf. Hier wirst du halt langsam zerhackstückt. Es spricht ja auch für Teamwork.
Ja. Ja, also ich meine, wenn du alleine rumläufst zu irgendeinem Punkt, wo du weißt, hey, da sind drei Gegner, ist vielleicht keine gute Idee, sondern du solltest halt zumindest versuchen, dich einigermaßen abzustimmen. Wir haben das in unserem Team, als wir da zusammengespielt haben, relativ wenig gemacht, muss ich gestehen. Also ich bin auch oft alleine irgendwo hingelaufen, was ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Aber es gab andere Teams, die das tatsächlich sehr intensiv gemacht haben. Hey, wir gehen jetzt zu Punkt B, hey, wir gehen jetzt zu Punkt A, hey, an Punkt C sind irgendwie zwei Gegner, kann da mal einer hingehen und solche Sachen. Aber was ich mich schon damals gefragt hatte, als wir den Singleplayer gespielt haben, ich frage mich halt, inwiefern der Singleplayer-Modus dann letztendlich dann wirklich ein Singleplayer-Modus vollwertig ist oder inwiefern er sich anfühlen wird wie so ein, ja, ein Multiplayer-Modus, in den halt so eine Story reingepatcht wurde, der aber so dieselben Mechaniken wie ein Multiplayer-Modus im Grunde verwendet, was man ja zum Beispiel bei Star Wars Battlefront, dem, also nicht dem neuen, aber den alten, hatte man das ja immer so ein bisschen. Mhm. Wie war da dein Eindruck? Ja, das hatte mich ja damals auf der E3 total überrascht, dass es eben wirklich so ein cooler Singleplayer-Modus eben ist. Okay. Also ich weiß nicht, wer meine Titelstory gelesen hat, da habe ich es auch schon reingeschrieben. Ich habe damals bei einem Division-Event mal war ich halt auf PR-Tour beziehungsweise auf dem Preview-Event mit den PR-Leuten von Ubisoft und da hieß es gerade, dass For Honor verschoben wird und dass es eine Singleplayer-Kampagne haben wird. Und dann habe ich gesagt, ey, meine Güte, lasst doch diese olle Singleplayer-Kampagne weg. So blöde Bot-Matches könnt ihr euch auch sparen. Ich will das blöde Spiel jetzt spielen. Und von daher war ich wirklich überrascht. Also es ist natürlich, im Endeffekt kämpfst du dich da durch und es sind klar KI-Gegner, die du dann zerhackstückst statt menschlicher Gegner. Aber die Missionen sind wirklich cool inszeniert. Also das ist so, Call of Duty ist halt so abgedroschen, aber von der Inszenierung sehr explosiv, soweit es im Mittelalter geht, viel mit Feuer und sehr coole Inszenierung, wenn da die Wikinger diese Samurai-Festung stürmen und man die Mauer erklimmt und Pfeilsalven auf einen niedergehen und man dann ausweichen muss, weil die Leute von oben Felsbrocken runterwerfen und man sich dann eben weiter vorkämpft, das Tor öffnet, dann die eigenen Leute da reinstürmen. Das ist schon richtig cool inszeniert. Wie ist das denn? Also vom Gefühl her, es sieht halt sehr bombastisch aus. Es sieht auch so aus, als würde sich das extrem gut anfühlen. Aber wie weit glaubst du, kannst du einschätzen, Micha, wie die Langzeitmotivation ist? Ja. Ist das so ein Spiel, wo du fünf Matches spielst und es ist total cool, aber dann irgendwann wiederholt es sich halt? Oder glaubst du, dass man wirklich langfristig sich darin verlieren kann? Das ist tatsächlich so ein bisschen die Gretchenfrage von dem Ding. Weil es macht tatsächlich... Es ist kurzweilig, es macht Laune, auch die Zeit, wir haben jetzt 3 Stunden gespielt insgesamt, auch die Zeit hat es echt Laune gemacht. Okay. Aber wir haben auch immer die 3 gleichen Maps gespielt, man macht auf allen Maps dasselbe, nämlich die 3 Punkte erobern. Es gibt unterschiedliche Spielmodi, die sich aber im Wesentlichen in den Teamgrößen unterscheiden. Also es gibt dann irgendwie kleinere Punkte, also so kleinere Conquest-Duelle und tatsächlich auch 1-gegen-1-Duelle, die habe ich auch gespielt, da darf ich auch nichts zu sagen. Okay. Das ist noch geheim, aber ich sag mal, es gibt sie, ja. Auch da wird man vielleicht demnächst irgendwie Videomaterial bei uns mal sehen, da haben wir nämlich auch viele aufgezeichnet. Aber das war's. Plus die Kampagne. Mhm. Und da frage ich mich tatsächlich, können die das wirklich frisch halten, auch indem sie regelmäßigen Kartennachschub liefern, indem sie irgendwie neue Klassen dann einbauen. Klar, es gibt noch mehr Klassen, als ich auch gespielt habe, also da wird sicherlich auch noch ein bisschen lustig werden, die halt alle auszuprobieren. Mal schauen, man kann Unlocks freischalten, die hauptsächlich optisch sind. Du kannst aber auch, es gibt auch so ein Quasi-Crafting-System, mit dem du deine Waffen irgendwie in unterschiedliche Richtungen spezialisieren kannst. Mhm. Also kannst dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die Schlaggeschwindigkeit erhöhen. Okay. Dafür wird aber die Stärke niedriger. Also musst dich halt wirklich entscheiden, in welche Richtung will ich gehen mit meinem Charakter. Auch das kann dann ein bisschen Langzeitmotivation einfach bringen, wenn du halt gucken kannst, wie will ich am liebsten spielen und unterschiedliche Sachen ausprobieren. Also es steckt schon viel drin. Es ist nicht nur immer nur, hey, das gleiche Spiel. Aber trotzdem, das ist tatsächlich für mich so ein bisschen der Knackpunkt, wie das dann am Ende, wie lange es trägt. Vielleicht noch ganz kurz, weil es mir auch gerade so, mich gerade auch gerade interessiert, gibt es so ein Äquivalent zu dem Squad-System von Battlefield oder irgendetwas, was Teamplay jetzt speziell belohnt, außerhalb davon, dass man einfach zusammen halt Gegner niedermetzelt? Also gibt es so Support? Also hast du ja schon gesagt, es gibt so eine Heilung so ein bisschen. Ja, ja, genau. Es gibt halt ein paar Fähigkeiten, die fürs Team, die das ganze Team unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich hier sogar vielleicht gleich eine einsetze, weil... Nee, hier, da setze ich, glaube ich, keine mehr da setzt ein. Du nicht mehr viel ein. Nee, das hat sich erledigt, weil der hätte jetzt diese Heilflagge da setzen können. Also es gibt tatsächlich Fähigkeiten, mit denen man sein Team unterstützen kann und wenn du gegen ein gutes Team spielst, musst du es auch. Okay. Aber darüber hinaus irgendwie so ein Squad-System gibt's nicht, weil du bist ja eh nur zu viert. Also, weiß nicht, wenn du dann irgendwie 2 Squads mit 2 Leuten, wäre auch nicht so sinnvoll. Ja gut. Wie ist das mit der Kommunikation, Absprache? Gibt's da irgendwie Befehlsdings?
Befehlsrat oder wie nötig ist es, wie nötig ist es, dass man sagt, ey, ich greifen wir jetzt da an, greifen wir jetzt da an. Das ist wichtig tatsächlich, weil ja, wie gesagt, sobald du alleine auf mehrere Gegner triffst, bist du eigentlich schon auf verlorenem Posten. Deswegen muss man halt immer versuchen zu gucken, was macht mein Team gerade. Es ist aber tatsächlich, da die Karten relativ übersichtlich sind und nicht so wirklich riesig groß. Gibt zwar diese drei Punkte, aber man läuft, ich weiß nicht, in 30 Sekunden vom äußersten zum anderen äußersten Punkt. Also es ist nicht wirklich riesig, diese Karten. Man sieht schon immer, wo die Action ist und es wird auch immer eingeblendet, wo die anderen Teammitglieder sind. Zumindest deine eigenen und auch die Gegner, glaube ich. Also das heißt, du verlierst eigentlich nicht den Überblick in den Schlachten. Also was uns jetzt natürlich noch interessiert ist, was ihr denn für Fragen habt zu dem Spiel. Und deswegen wenden wir uns nochmal an den Daniel. Da kam schon was, oder? Jawohl. Alostor Gaming fragt, und der spricht für relativ viele im Chat, weil viele vom Zuschauen noch nicht ganz verstehen, wie das Kampfsystem funktioniert. Ist das Kampfsystem intuitiv? Geht's leicht von der Hand? Ist es leicht zu lernen und schwer zu meistern? Es kam nur halb an. Ich fange mal an, glaube ich, und dann kannst du die Feinheiten weiter ausführen, weil im Multiplayer auch mehr Sachen drin sind, noch die im Singleplayer zum Teil rausgelassen sind. Erstmal, das Kampfsystem ist total intuitiv. Also das ist wirklich, das hat man sehr schnell drauf. Es ist wirklich so, sehr, sehr simpel, man hält die Waffe entweder nach rechts, nach links oder nach oben. Das, wenn man mit dem Gamepad spielt, macht man das einfach mit dem rechten Stick und blockt dann automatisch in diese Richtung. Und dann muss man eben schauen, aus welcher Richtung greift der Gegner an und hält dementsprechend seine Waffe. Und dann kann man Angriffe, leichte und schwere Angriffe, einfach mit zwei Tastendrücken auslösen. Und das sind die Basics und die hat man sehr, sehr schnell drauf. Ja, genau. Und es gibt dann halt bei den Klassen noch ein paar Sachen, die spezieller sind, weil wie gesagt, dieser Ninja-Typ, dieser Orochi, den ich gespielt habe, der hat beim Blocken eine Spezialität, weil andere Klassen halten ihre Blocks einfach aufrecht, wenn du sie einmal eingerastet hast sozusagen. Also wenn du deinem Warden sagst, hey, block nach links, dann blockt er immer nach links. Okay. Der Orochi blockt nur 2 Sekunden. Und lässt seinen Block dann wieder fallen. Das heißt, du musst den Block genau timen auf den Angriff des Gegners. Das ist schon ein bisschen skilliger. Oder du weichst halt aus. Das ist dann die andere Möglichkeit. Plus, was mich ständig ein bisschen, naja, weiß ich, aber womit ich lange nicht klargekommen bin, dann am Ende ging es besser, war, es gibt Ausdauer. Wenn du zu oft, zu schnell hintereinander zuhaust, dann hast du halt irgendwann keine Ausdauer mehr und stehst halt so schwächelnd in der Gegend rum, kannst nicht mehr rennen und bist halt ein leichtes Ziel. Okay. Dann musst du halt dich wirklich blocken, damit du dich erholen kannst. Also wirklich halt gucken, genau wo greift der Gegner an. Ein paar Sekunden lang bist du wirklich sehr verwundbar. Und auch das ist was, das muss man erstmal im Griff haben, dass man nicht zu viel, zu schnell angreift, sondern halt guckt, dass die Ausdauer hoch bleibt. Okay. Also ein paar skillige Sachen stecken. Also eine Frage haben wir, glaube ich, noch Zeit für, Daniel. Was gibt's noch? Genau, was auch vielen nicht ganz klar ist. Und hier X das Schnitzel repräsentativ. Ist die Story eigentlich nur Rumgemetzel wie Multiplayer oder hat das auch etwas Hintergrund? Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Ist die Story nur ein Alibi für das Rumgemetzel oder hat die wirklich einen Hintergrund? Also viel wissen wir noch nicht über die Story. Wollen sie auch noch nicht viel zu sagen. Ich wage zu behaupten, es ist ganz schönes Alibi. Es ist so Paralleldimension, irgendein großes Unglück passiert und zwingt die Samurai und die Ritter und die Wikinger in eine Art ewigen Krieg um Wasser und Ressourcen und Vorräte. Und dann gibt es noch so eine vierte Partei, der Name mir gerade entfallen, es gibt irgendwie so eine komische mysteriöse Kriegsgöttin oder sowas. Die im Trailer ja auch. Genau, die sieht man auch im Trailer. Und die heizt diesen Konflikt immer weiter an, bis es dann halt wirklich jetzt zum jetzt haben sich die Nationen so ein bisschen wieder aufgepäppelt und fangen dann jetzt einen riesigen Krieg an. So. Also es klingt so, als haben wir eine Ausrede gebraucht, um einfach den ultra coolen Kampf zwischen Rittern, Wikingern und Samurai zu sehen, oder? Hallo, ich meine, wer braucht eine Story für? Ja. Kam die Story im Multiplayer auch nicht durch. Ja, genau. Wenn sie sogar im Multiplayer in einem Team kämpfen können, dann ist es natürlich noch ein bisschen... Mach den Gegner platt, das ist meine Story. Aber so euer Fazit vielleicht abschließend, deins konnte man ja schon lesen, aber vielleicht sagst du es nochmal in einem Satz. Genau, so also mich hat der Singleplayer eben sehr, sehr positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so eine ausgefeilte Kampagne gibt, dass sie sich da so viel Mühe geben, dass sie so cool inszenierte Missionen machen, die man übrigens auch im Koop spielen kann, nur mal kurz eingeworfen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Von daher hat mich das sehr, sehr gefreut, das zu sehen und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, auch den Multiplayer spielen zu können, was mir heute Abend noch vorsteht. Ja, okay. Und ich fand es tatsächlich sehr cool, den Multiplayer mal auszuprobieren, weil wie gesagt, das Kampfsystem ist kurzweilig, es ist intuitiv, es ist schnell, es macht Bock, es macht Laune. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es trägt dann im Endeffekt, aber das bleibt so die 3 Stunden, die ich gespielt habe, hatte ich echt mal Spaß. Cool.
Und man kann das Spiel hier auch anspielen auf der Gamescom, oder? Man kann hier nach meinen Infos Singleplayer und Multiplayer ausprobieren. Ja, glaube ich auch. Ja. Also wenn ihr hier seid, irgendwann in den nächsten Tagen oder vielleicht heute, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite zu For Honor. Und ja, hier gibt es jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter bei uns. Womit geht's weiter? Crytek VR. Ach, mit Crytek VR, da freut sich Sebastian natürlich schon ganz drauf. Also, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.